ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir. Heute zeige ich euch, was ich so die letzten 1,5 Monate aufgebraucht habe. Das steht auch schon hinter mir in dieser wunderschönen Kiste. Die Produkte sind sehr unterschiedlich. Also ich habe Haushaltsprodukte dabei, ich habe aber auch Kosmetik und auch Pflege dabei. Wenn euch interessiert, wie mir die Produkte gefallen haben, ob ich mir sie nachkaufen würde oder nicht, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Aufgebraucht-Video. Also das ist einmal meine Kiste. Ich muss euch sagen, es ist relativ viel wieder geworden. Also so ungefähr 1,5 Monate war das jetzt gesammelt. Ja, und ich würde auch sagen, ich fange direkt an, damit es nicht zu lange wird. Ich stelle mir das mal nebenhin. Das erste Produkt, was ich euch jetzt zeige, ist einmal Haarfarbe. Und zwar bin ich diesmal ein bisschen abgewichen. Ich kaufe mir normalerweise die günstige aus dem Rossmann. Das wisst ihr ja, für 1,49 €. Und diesmal habe ich mir die hier geholt. Die ist von Movida von Garnier. Die war ganz in Ordnung gewesen. War eine relativ saubere Sache. Man kann das so zusammenklicken. Also man dreht unten die zwei Sachen quasi zusammen. Man schüttelt das und schon geht's los. Da könnt ihr euch die färben. Also es ging relativ einfach. Die Farbe hat mir auch gut gefallen. Also die habe ich jetzt gerade drauf. Die hat jetzt nicht ganz so dunkel gemacht, wie das normalerweise bei dunkelbraun ist. Deshalb fand ich die eigentlich ganz toll. Dann habe ich einmal Handschuhe aufgebraucht. Das sind auch die, die ich jeden Monat aufbrauche in der Größe S. Die sind vom Rossmann. Das sind die ganz normalen Latex-Handschuhe aus Naturkautschuk. Die finde ich sehr gut. Die haben wir immer in der Küche und ja, die sind einmal leer geworden. Ein Weichspüler aus meinem letzten DM oder Rossmann-Haul. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall von Kuschelweich. Den hatte ich entdeckt. Das ist einer, der aus 100% pflanzenbasierten Inhaltsstoffen ist. Der hat mir sehr gut gefallen. Der hier, der hat wirklich schön gerochen. Den werde ich mir auch nachkaufen, wenn ich den nochmal finde. Der ist komplett vegan und ja, ich fand den auf jeden Fall wirklich gut. Der hat nach Birnenblüte und Hafermilch gerochen. Also ja, der hat so ein bisschen fruchtig riecht der, aber nichts Besonderes. Aber ich fand den halt so, also die Wäsche war schön weich geworden. Der hat gemacht, was er sollte. Und dafür, dass er vegan ist, finde ich den sehr gut. Dann haben wir einmal einen Badeschaum aufgebraucht. Und zwar von Litamin Wellness and Care. Der riecht so unglaublich gut. Das macht richtig viel Schaum. Ich finde den super. Der ist mit Lavendel und Vanille. Also gerade für abends ist das sehr, sehr schön. Mein Freund hat die meiste Zeit hier mit gebadet. Aber ich habe auch da drin gebadet und ich fand es sehr gut. Ja, also das riecht wirklich richtig gut. So richtig schön nach Baden und nach Entspannen. Das kann ich euch echt empfehlen. Das würde ich mir auch nachkaufen. Ich glaube, ich habe es auch noch einmal hier stehen. Das waren 750 Milliliter. Also das reicht dann auch ein bisschen. Ebenso zum Baden ist das hier leer geworden. Das ist von Dusch das, ein Badeerlebnis Bad gewesen mit natürlichen Ölen, verführerische Rose. Das hatte ich in der Glossy Box im Glossy Sale drin. Das hat mir nicht gut gefallen. Das hat auch nicht sonderlich gut gerochen. Das hat auch nicht wirklich gepflegt. Kam mir schon so alt vor, ehrlich gesagt. Also das kam mir vor, als wäre schon alles so verflogen. Deshalb, also das würde ich mir auch nicht nachkaufen. Nee, das riecht auch wirklich nicht gut. Das hat mir echt nicht gefallen, muss ich wirklich sagen. Nee. Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht und zwar aus der Isana Enjoy Summer Edition. Das war so ein Dreier-Set mit so einem Spray und einem Shampoo, was es im Sommer gab. Hat mir auch nicht gut gefallen vom Duft. War ganz schön von der Größe, weil das sind 75 Milliliter. Da hat man nicht so viel immer von demselben Duschgel. Deshalb fand ich das von der Größe ganz praktisch, dass man halt schnell wieder ein anderes nehmen kann. Aber vom Duft her war das nicht gut und es hat auch nicht wirklich gepflegt. Dann habe ich diese Reihe hier leer gemacht und zwar die Limited Edition von Balea Pure Blossom. Das war einmal mit Pfingstrosenduft, die Kur und die Spülung. Hat mir beides nicht gut gefallen, würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Hat für mich nicht gut gepflegt, für meine Haare zumindest. Wenn man so ganz normales Haar hat, dann ist das wahrscheinlich okay. Aber hier steht auch drauf für strapaziertes Haar, aber mein Haar ist strapaziert und das hat aber nichts gebracht. Also das würde ich mir nicht nochmal kaufen. Ich fand es halt so schön vom Design, weil halt diese Pfingstrosen da drauf sind, aber ich würde es mir nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich hier einmal, das erkennt ihr wahrscheinlich jetzt nicht, Seifenblüten leer gemacht. Das sind die aus dem Balea Adventskalender. Da war halt so eine Blüte drin, so eine Rose und das waren halt so, ja, Seifenblüten. Die konnte man dann ins Badewasser mit reinmachen oder halt so benutzen zum Waschen, wie auch immer. Ich habe die ins Badewasser mit reingemacht. Die waren okay, die haben sehr gut gerochen und das hat sich auch relativ schnell aufgelöst. Das war erst so ein bisschen glitschig und dann,
Ja, war das eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Ich fand die toll und ich würde die auch noch mal verschenken oder so. Fand ich ganz cool im Adventskalender und hat mir gefallen. Dann ist eine Balea-Seife leer gegangen. Die Handseife zauberhaft mit zuckersüßem Duft nach karamellisierten Popcorn. Hat gut gerochen, war allerdings nach einer Zeit viel zu süß. Ich will jetzt gerade noch mal dran riechen, aber ja, das war viel zu süß gewesen. Deshalb, ich konnte das irgendwann nicht mehr riechen und war dann froh, wo es leer war, mein Freund auch. Wir haben jetzt ein anderes stehen, ein bisschen was Fruchtiges zur Abwechslung, deshalb, es war okay, aber ich würde es auch nicht mehr nachkaufen. Eine Flasche Airwick ist leer gegangen, das war die Flasche mit ätherischen Ölen, Kotten und weißer Flieder, hat mir äußerst gut gefallen. Ja, das riecht auch immer noch. Also das hat wie so frisch gewaschene Wäsche gerochen und ich muss sagen, dass der Duft auch relativ lange gehalten hat. Ich hatte jetzt vorher ein anderes gehabt mit Melonen- und Vanilleduft und da hat mir das hier deutlich besser gefallen. Ein Trockenshampoo ist leer und zwar von Batiste. Das ist das Heavenly Volume und das würde ich mir nochmal nachkaufen. Das fand ich so, so gut. Das hat bei mir richtig viel gebracht. Ich habe ja so dünnes Haar und da sprühe ich mir eigentlich morgens immer so ein bisschen, auch wenn ich die frisch gewaschen habe, so ein bisschen Trockenshampoo an Ansatz, damit das so ein bisschen mehr Volumen gibt bei meinen dünnen Haaren. Und da hat mir das richtig gut geholfen. Also ich habe bis jetzt auch noch keins entdeckt, was genauso gut ist. Deshalb, also ich vermute, ich werde mir das sogar nachholen. Ich habe es jetzt noch nirgends gesehen. Also ich weiß gar nicht, ich hatte das in der Box, in der Pinkbox, glaube ich, mal drin. Und ja, da muss ich mal die Augen offen halten. Also wenn ihr wisst, wo es das gibt, dann könnt ihr mir ja mal Bescheid sagen. Ebenso was für die Haare und zwar das Big Hairspray von L'Oreal. Das hatte ich mal in einem Zuschauerpaket drin und da habe ich mich riesig drüber gefreut. Das riecht nämlich nach Vanille. Das ist ein Volume Push-Up Haarspray und das gibt flexiblen Halt. Also das verklebt auch nicht. Das ist so ein ganz, ganz leichtes Haarspray, was sich auch sehr leicht wieder ausbürsten lässt. Das hält natürlich dann auch nicht den ganzen Tag. Also ich habe mir das jetzt lange eingeteilt, weil das halt vom Duft so gut ist. Ich fand das halt toll, um so ein bisschen nochmal so drüber zu sprühen, dass man so ein klein bisschen Halt hat. Man kann die kleinen Härchen so ein bisschen anlegen. Dafür war das gut und das hat halt schön gerochen. Also das würde ich mir auch nachkaufen, glaube ich. Dann einmal diese Allzweck-Tücher von Denkmit. Die nehme ich immer, um meinen Schreibtisch hier und um meinen Schminktisch abzuwischen. Wenn ich jetzt was mit Make-up hier gemacht habe, dann nehme ich das halt ganz gern, um halt ja die Flächen einfach zu reinigen, wenn es mal schnell gehen muss. Genau, dafür sind die immer ganz gut und ja, die waren gut. Die würde ich nachkaufen. Ebenso ein Produkt, was ich immer wieder nachkaufe, das ist von Calgonit. Das finde ich der Maschinenreiniger. Der macht die Maschine wirklich tiefenrein. Ich finde, die riecht auch ganz gut danach. Ich habe hier die Sorte Citrus und die ist halt gegen Kalk und Fett. Ich mache das so ungefähr einmal im Monat, auch bei der Waschmaschine. Genau, dann kann das durchlaufen und dann hat man einfach ein besseres Gefühl, wenn die Sachen sauber sind. Genau, weil da kommt ja das Geschirr rein und ich möchte einfach irgendwie dieses Gefühl haben, dass es sauber ist. Deshalb nutze ich das immer ganz gern. Dann haben wir eine Kerze abgebrannt, beziehungsweise hier ist unten noch ein bisschen was drin. Das ist von IKEA, die Sinnlick-Kerze. Die hat nach Lebkuchen gerochen, also das ist die graue Sorte. Hat mir ganz gut gefallen, so vom Geruch jetzt, aber man hat das nicht wirklich im Raum gerochen. Das fand ich ein bisschen schade und das kenne ich auch von den IKEA-Kerzen eigentlich so nicht. Die ist leer geworden, aber die war halt vom Duft nicht so intensiv im Raum. Dann wieder ein Produkt aus der 25 Jahre Limited Edition von Balea. Das war das Deo Spray bzw. Body Spray mit 0% Aluminium und leichten Duft nach Zitronenmilchshake. Hat mir am Anfang sehr, sehr gut gefallen. Dann konnte ich es nicht mehr riechen. Und das hilft ja sowieso nicht gegen Gerüche. Deshalb, ich habe das immer nur so ein bisschen für oben drauf, um mich ein bisschen zu erfrischen, zwischendurch benutzt. Ja, das hat halt ganz so nach Zitronenkuchen irgendwie gerochen. Es war schön, die Verpackung sieht auch voll schön aus, aber ich würde mir das auch nicht nochmal nachkaufen, weil ich vom Geruch echt nicht lang ertragen konnte. Mein Lieblingsspüli ist leer gegangen und zwar von Domol, das Pure Perfect. Das riecht richtig gut. Das riecht nach Birne und nach Blüten und ich finde den Geruch richtig klasse. Ich spüle damit sehr, sehr gerne. Das hält immer lang. Das habe ich mir auch nachgekauft. Allerdings gab es das auch noch in so einer Jungle Edition, die habe ich im Moment in Benutzung und die finde ich nicht gut. Also Hitters ist auf jeden Fall viel, viel besser. Das riecht so, also richtig nach Birne und lecker, als könnte man das essen. Also das ist wirklich schön, Verpackung sieht gut aus, würde ich nachkaufen.
Dann ist ein Deo-Spray bei uns leer geworden und zwar von Freiöl, das Deo-Spray 48 Stunden und das finde ich so, so gut. Das hat ursprünglich eigentlich mein Freund gehabt und dem hat es dann nicht mehr gefallen. Das habe ich dann jetzt zu Ende benutzt. Ich werde mir das auch nachholen. Also hiermit hat man einfach wirklich den ganzen Tag Schutz. Man kann schwitzen ohne Ende. Man fängt nicht an zu stinken. Das ist richtig gut. Das ist mit Aloe Vera und das ist in der Sorte Ultra Fresh. Das gibt es aber nur in der Apotheke zu kaufen. Ich fand das richtig gut. Ich hatte keine Irritationen davon und wie gesagt, das hat den ganzen Tag gehalten. Sehr, sehr schönes Produkt. Dann noch ein Deo und zwar von meinem Freund, das Dove Men & Care. Also das ist sein Deo, was er eigentlich schon immer benutzt hat. Dann ist er davon weggekommen, wollte ein anderes, hat kein perfektes gefunden, ist wieder zu diesem zurückgekommen und das werdet ihr wahrscheinlich jetzt jeden Monat hier sehen. Das ist einfach ein schöner Duft. Ich mag auch das Duschgel hiervon. Persönlich mag den Duft auch sehr gerne. Das ist das Clean Comfort und hat 48 Stunden Halt. Dann habe ich einmal eine Maske leer gemacht und zwar von Balea, die Vitamin Hydrogel Augenmaske. Fand ich sehr gut, hat mir wirklich richtig gut gefallen. Meine Augen, die waren sehr erfrischt danach. Das ist mit Vitamin C und Vitamin E. Ich habe das länger drauf gelassen, wie es drauf bleiben muss. Also hier steht drauf 15 bis 20 Minuten. Ich hatte das bestimmt 30, 40 Minuten drauf. Hat mir sehr gut gefallen, würde ich mir nachkaufen. Ich habe jetzt noch die großen Maske hier und die werde ich auch die Tage austesten. Sehr schön, auch von der Verpackung. Dann habe ich hier vier kleine Zahnpasten leer gemacht. Und zwar sind das diese kleinen von BU. Da gibt es auch eine Zahnbürste dann zu. Das ist so eine Schweizer Firma, die stellen die her von Cura Prox. Ich hatte hier einmal die Sorte Gin Tonic. Dann hatte ich die Sorte Grapefruit Bergamotte. Watermelon war sehr, sehr gut. Und die Sorte Peach Apricot. Also mir haben alle Sorten richtig gut gefallen. Ich würde mir die nachkaufen. Am meisten hat mir Wassermelone gefallen. Das war das Pinke. Das war so ein Probenset, also ich habe jetzt noch zwei Stück oder eins, vielleicht ist hier auch noch eins drin, aber ich habe auf jeden Fall noch eins im Bad, das ist Apfel im Moment und das finde ich auch richtig gut. Sehr, sehr schöne Zahncreme, die hat so ein bisschen so einen Whitening-Effekt und da sind so kleine Perlchen drin, die dann halt nach was schmecken. Vom Geschmack her, wer das nicht mag, so scharfe Zahnpasten, sollte sich die hier unbedingt mal angucken. Ich werde euch das mal unten in die Infobox reinsetzen, weil ich habe die bei Amazon bestellt und das war halt wie gesagt so ein Probenset. Die gibt es auch in groß, das hier waren jetzt hier 10 Milliliter, aber die kann ich euch echt empfehlen. Dann wieder ein Produkt für die Haare und zwar von Syoss das Thicker Hair Fiber Spray. Das habt ihr schon öfters bei mir gesehen. Das finde ich super, super, super gut. Gerade wenn man dünne Haare hat, hier steht auch drauf Ultra Verdichtung für Mega Volumen und Fülle. Bis zu 30% Verdichtungseffekt. Das macht dieses Spray tatsächlich. Ich habe das noch zweimal im Backup hier zu Hause, damit es nicht leer geht. Ja, das macht ihr euch so ein bisschen, sprüht ihr euch hier unten so rein und dann ja, könnt ihr euch so ein bisschen Volumen machen und das bleibt dann auch. Man hat wirklich den Effekt, die Haare sind dicker, es fühlt sich besser an. Man hat gefühlt einfach mehr Haare auf dem Kopf. Also das, finde ich, ist hiermit echt gegeben. Das hat mich wirklich gewundert, weil solche Produkte meistens nie halten, was die versprechen. Aber das hier, das kann ich euch wirklich empfehlen. Wenn ihr dünnes Haar habt, schaut euch das mal an. Dann habe ich Produkte von Skin Natur leer gemacht. Und zwar habe ich hier einmal das Vitamin C Serum. Da habe ich auch die Tüte aufgehoben. Genau, das war mit B3 und Aloe Vera. Das ist leer gegangen und das war so, so gut. Meine Haut, die hat sich richtig verbessert. Auch Vitamin C Serum an sich hat mir gut getan. Also ob das jetzt von der Marke ist oder von einer anderen, allgemein tut es meiner Haut gut. Und das hier war besonders reichhaltig, finde ich. Also meine Haut war wirklich durch das Aloe Vera, was da drin ist, nochmal so durchfeuchtet. Und ja, ich würde mir das nachkaufen. Ich fand das sehr gut zu dosieren. Und das waren 30 Milliliter, also ja, finde ich sehr, sehr gut. Da sind keine schädlichen Inhaltsstoffe drin, eine sehr schöne Firma. Ich kann euch das auch unten rein verlinken. Ebenso von Skin Natur habe ich das feste Shampoo Bio Zitrone aufgebraucht. Das war auch wirklich toll. Ich habe ein Video dazu gemacht mit meiner Abendroutine. Da könnt ihr sehen, wie das funktioniert hat. Das werde ich euch auch mal oben ins i reinsetzen. Das war sehr, sehr schön gewesen. Also die kompletten Produkte gefallen mir gut. Das hat richtig toll gerochen. Das ist tierversuchsfrei, das ist vegan, ohne Silikone, ohne Parabene und so weiter. Also ein richtig tolles Produkt. Das hier war jetzt gegen fettiges Haar und meine Haare, die haben echt
Ja, die waren fluffig, die waren schön weich und ich brauchte die echt so 2-3 Tage nicht waschen, wenn ich das Shampoo benutzt habe. Also von daher war es ein Top-Produkt. So, dann geht's weiter. Ich habe was von Saint-Tropez aufgebraucht und zwar Self-Tan Purity Vitamins Browning Water Serum. Also das war so ein Wasserserum, das war so ganz leicht. Und das hat gebräunt. Also ich fand das sehr, sehr gut. Das hat auch richtig lang gehalten. Ich habe noch gedacht, als ich die Flasche gesehen habe damals bei der Glossybox, wo die rauskam, die hält wahrscheinlich nicht lang. Aber ich konnte das sehr, sehr lange nutzen und ich fand das schön. Also gerade jetzt im Sommer zum Ende hin hat mir das nochmal so ein bisschen Bräune ins Gesicht gezaubert. Das war ein sehr schönes Produkt und es hat auch keine Flecken gegeben und das hat gut gerochen. Also das ist ja so ein Vitaminserum. Ja, das war in Ordnung. Also auch vom Geruch fand ich es echt gut. Dann habe ich eine Haarmaske gemacht und zwar aus dem Action The Beauty Depp. Die fand ich so, so gut. Hot Hair Treatment and Cap Keratin. Smoothing und Anti-Frizz. Das hat mir richtig gut gefallen. Und zwar machte man die in warmem Wasser. Also man musste die in eine Schüssel legen mit warmem Wasser oder halt ins Waschbecken. Und dann hat man halt die Kur in die Haare gemacht, hat die Haube aufgesetzt und hat das dann danach abgespült. Das ist halt einfach, dass das so ein bisschen warm ist und dadurch ist die Maske ein bisschen besser eingezogen. Ich fand die erstaunlich richtig gut. Also ich hatte mir noch 2 weitere mitgenommen und finde die wirklich toll. Ich muss die jetzt noch ausprobieren, die nächsten. Da gibt es, glaube ich, noch eine braune und eine orangene von. Dann habe ich hier was aufgebraucht von TT Sept und zwar Pflaume Mandelmilch. Das war eine Dusche. Die war letztes Jahr in so einer Weihnachts-Winter-Apothekenbox drin. Die hatte ich mir aufgehoben, weil TT Sept, das ist so schön und ja. Die war aber nicht gut gewesen. Ich hatte mich viel zu viel darauf gefreut und am Ende war die nicht schön. Die hat nicht so gut gepflegt und der Duft war auch nicht so schön. Vielleicht war es auch schon zu alt. Ich weiß nicht, hier stand aber auch kein Datum drauf. Ja, auf jeden Fall kann ich euch die hier leider nicht empfehlen. Die heißt Hallo Winterpflege und ja, soll mit wertvollen Ölen sein. Einmal aufgebraucht Zahnseidesticks, das sind die von Procdudent aus dem Rossmann. Sensitiv Zahnband, die kaufe ich immer nach, das sind die günstigen, die haben wir hier immer zu Hause und ich habe die auch in der Handtasche meistens. Gefallen mir sehr gut und ja, die sind günstig und tun ihren Zweck. So, dann habe ich einmal ein Micellenreinigungswasser von Garnier leer gemacht. Das ist das, wo jeder immer sagt, das ist so, so gut. Das All-in-One Waterproof. Das hat mir tatsächlich auch gut gefallen. Es hat allerdings ein bisschen in meinen Augen gebrannt, was ich nicht so toll fand. Ich musste meine Augen danach mehrmals mit Wasser ausspülen, wenn was in die Augen kam. Aber für richtig krasses Make-up, wenn man zum Beispiel jetzt einen Eyeliner hat, der nicht so gut abgeht, dann war das sehr, sehr gut gewesen, muss ich sagen. Zum Testen fand ich super. Das waren 100 Milliliter und das hat auch relativ lang gehalten. Noch ein Trockenshampoo ist leer geworden. Also ich benutze das immer alles kreuz und quer und ich lege das auch manchmal auf die Seite. Wenn ich den Duft nicht mehr mag, dann nehme ich mir das nächste. Und da ist jetzt hier das leer geworden, das Garnier Fructis Watermelon Trockenshampoo. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das war so eine Liquid-to-Try-Technologie ohne sichtbare Rückstände. Das hat nicht ganz gestimmt. Also man hatte schon ein bisschen einen Weißschleier in den Haaren. Gerade bei dunklen Haaren sieht man das ja. Der Duft hat mir super gut gefallen. Ich würde mir das wegen dem Duft nachkaufen. Ich habe mir jetzt das Aloe Vera hiervon gekauft, beziehungsweise Aloe Vera mit Minze ist es, glaube ich. Das habe ich noch nicht probiert, aber das hier war wirklich gut. Und ich finde halt, dass hier so Reisstärke drin ist. Das gefällt mir eigentlich so von der Zusammensetzung sehr gut. Ja, deshalb, das kann ich euch echt empfehlen. Dann ist ein Duschgel leer geworden, was ich sehr feiere. Das finde ich wirklich toll. Von Balea Schönheitsgeheimnisse verwöhnende Duschcreme Oriental Rose. Ja, es war wirklich schön. Das hat sehr gut nach Rose gerochen. Das hat meine Haut unglaublich gut gepflegt, was ich so gar nicht von den Balea Duschgelen kenne. Die sind ja meistens nicht ganz so pflegend, dass man sich danach meistens halt nochmal eincremen muss. Aber das hier war wirklich sehr gut und ich musste mich meistens nicht eincremen. Das hat pflanzliche Extrakte drin. Ja, und der Duft ist auch toll. Das kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Sehr, sehr schönes Produkt. Dann habe ich hier noch 2 Bäder leer gemacht und zwar von Isana das Badepuder Milchtraum.
Das ist mein allerliebstes. Von DM gibt es ja auch so ein Badepuder mit Milch und die sind meine absoluten Lieblinge. Ich bade da drin sehr gerne. Ich finde das toll mit diesem Badepuder. Das wird so ein bisschen milchig, das Wasser, und das pflegt halt sehr gut. Das hier war halt mit Kokosöl und Vanilleduft. Dann aus dem Alverde Adventskalender das Badesalz mit dem kleinen Vöglein drauf. Fand ich total süß. Das hat nach Vanille und Orange gerochen, war auch sehr schön. Also ich kann gegen beide Badesalze nichts sagen. Hat mir wirklich gut gefallen. Und ja, würde ich nachkaufen. Dann habe ich eine Maske leer gemacht. Und zwar Tuchmaske von Cardia Vera für jedes Alter. Eine Limited Edition war das, die Pink Bubbles Maske. Ja, was soll ich sagen? Die hat wirklich richtig gebubbelt. Also ich hatte so richtig Schaum im Gesicht. Mein Gesicht hat sich super, super sauber hiernach angefühlt. Also als ob das so wirklich den ganzen Fett das ganze Fett, den ganzen Talg rausgezogen hat. Das fand ich sehr, sehr gut. Und ich würde mir die nachkaufen. Hier steht auch drauf, dass das halt, wenn das mit Luft in Verbindung kommt, fängt das halt an so zu blubbern. Und ich hatte wirklich so eine richtig dicke Schaumschicht auf dem Gesicht. Ja, war interessant, hat Spaß gemacht, hat gut gerochen, hat schön gepflegt. Hat mir wirklich gut gefallen. So, dann eine Handcreme-Probe und zwar von Essie Spa. Die war jetzt vor kurzem in der Glossybox drin. Das ist die Many, Many, Many Intensiv Handlotion. Hat mir gut gefallen, die Probe. Ich konnte es leider nur einmal testen. Damit habe ich meine Hände großzügig eingecremt. Ja, war ganz schön. War so ein bisschen glycerinhaltig und ist dadurch halt schnell eingezogen. Und ja, kann ich nichts Negatives berichten. Ebenso diese Handcreme hier, die ist jetzt gefühlt 2 Jahre alt. Ich glaube, sie ist 2 Jahre alt. Das ist die Limited Edition Balea Berry Flower Handcreme. Und zwar war die so, die wechselt von bärig zu blumig. Also wenn man sich die Hände ganz normal eingecremt hat, hat die bärig gerochen. Und wenn man dann so ein bisschen mehr gerieben hat, dann sind halt so Moleküle, glaube ich, so kaputt gegangen. Und dann kam halt so ein blumiger Duft raus. Die war sehr schön gewesen. Ich hatte die sehr, sehr, sehr lange jetzt im Auto liegen. Hier ist auch noch ein bisschen was drin. Ich glaube, die ist aber schlecht, weil die riecht nicht mehr gut. Deshalb werde ich die jetzt entsorgen. Aber so, die hat gut gepflegt und ich würde mir die auch nochmal kaufen. Ich habe die halt leider viel zu selten benutzt. Ja, schade. Ein richtig cooles Produkt ist das hier und zwar von Starskin Orglamic. Das war in der Goodiebox drin. Da gab es mal so eine Starskin Edition und das hier ist ein Pink Cactus Serum Mist Hydrate and Glow Shot. Das hat mir so gut gefallen. Ich habe das wirklich gerne, gerne, gerne genutzt. Ich habe damit mein Make-up gesettet und habe mir dann halt zwischendurch immer nochmal so einen Sprüher ins Gesicht gegeben, wenn ich so eine Erfrischung brauchte. Das war relativ schnell aufgebraucht, muss ich sagen, weil hier auch viel aus dem Sprühkopf rauskam. Aber es war trotzdem so ein schöner Nebel. Also es hat mir wirklich gut gefallen. Das kostet allerdings, glaube ich, 35 Euro normalerweise. Deshalb werde ich mir das nicht nachkaufen. Ach, hier habe ich noch was zum Baden. Und zwar das Bad Frosting von Zoella. Hat mir gar nicht gefallen. Das hatte ich noch über. Nee, das riecht auch nicht gut. Das hat so einen ganz komischen Geruch. Das habe ich mal irgendwann gehabt in einem Tauschpaket. Ich will gerade mal gucken. Ja, hier steht nur Bademilchpulver. Das riecht halt irgendwie ganz komisch. Ja, deshalb, das war nichts gewesen. Das gibt es auch, glaube ich, eh nicht mehr. Hier habe ich die andere Zahncreme gerade gefunden. Und zwar war das die Sorte Blackberry und die war auch schön. Also die gehört noch zu den anderen kleinen Zahnpasten dabei. Dann habe ich ein Serum leer gemacht für die Wimpern. Und zwar ein Overnight Koffein Serum. Das habe ich auch gleichzeitig für die Augenbrauen benutzt. Das ist von Alverde und das mag ich auch richtig gern. Das kaufe ich auch öfters nach. Ich habe das jetzt, glaube ich, zum 3. Mal gehabt. Ich meine, da tut sich was, wenn man das wirklich jeden Abend benutzt. War das wirklich schön gewesen. Meine Wimpern waren auf jeden Fall gepflegt. Die sind nicht mehr so viel ausgefallen, so viel abgebrochen. Und ja, ich habe jetzt momentan eins von P2. Nee, nicht von P2, von Trended Up. Und das hier war halt von Alverde. Also ich werde es mir aber nachkaufen. Das kann ich echt empfehlen. Das fand ich sehr, sehr schön. Ich weiß, viele mögen das nicht, aber mir funktioniert es. Dann muss ich leider ein Produkt aussortieren und zwar Pixi bei Petra. Das war erst im Frühjahr in der Glossybox Oster Edition drin. Das ist ein Lipgloss, der ist leider gekippt. Also der ist schlecht geworden, warum auch immer. Ich habe den nicht oft benutzt. Der hat eine ganz, ganz schöne Farbe mit so ein bisschen Goldschimmer drin. Aber nee. Der riecht nicht mehr gut. Der hat so ein bisschen nach Minze gerochen. Das war so ein Plumping Lipgloss eigentlich. Ich finde das schade, weil ich fand die Größe eigentlich ganz schön. Aber das nutzt nichts. Wenn ein Produkt abläuft, dann ja,
muss man das halt entsorgen. Schade. So, und dann habe ich noch eine Pflegeserie leer gemacht. Und zwar von Gliss Cure Hair Repair Anti-Spliss Wunder. Hat mir sehr gut gefallen. Ich durfte hier bei einem Produkttest mitmachen. Das hat mich wirklich riesig gefreut. Ich habe noch nie bei einem Produkttest irgendwie gewonnen, dass ich mitmachen konnte. Und das war jetzt das erste Mal für mich. Ich habe mich riesig darüber gefreut, weil das Produkt funktioniert und ich habe es mir tatsächlich nachgekauft. Ich habe noch eine Haarkur, die ist aber noch in Benutzung und eine Sprühkur und ich habe noch so ein Serum. Also alle Produkte zusammen, der Knaller. Ich schwöre es euch, richtig, richtig gut. Meine Haare, die sind wirklich voll mit Spliss und die sind unten auch immer trocken und mit dem Shampoo und wenn ich das alles zusammen benutzt habe, meine Haare, die waren wirklich wie Butter, so weich und glänzend. Richtig, richtig toll. Also das ist eine sehr, sehr schöne Serie, die ich euch echt ans Herz legen kann. Wenn das sogar meine Haare schön macht, dann macht das eure Haare auf jeden Fall auch schön, weil meine sind wirklich kaputt. Und das soll halt wie so ein Reißverschluss die Haare versiegeln. Und ich bin der Meinung, das macht's auch. Also ja, sehr gut. Eine Gesichtscreme ist leer geworden von M. Asam Aqua Intense Supreme Hyaluron Cream. Hat mir ganz gut gefallen. Meine Haut war schön durchfeuchtet hiermit. Das ist halt so eine Feuchtigkeitscreme. Die war in dem Adventskalender drin. Der Duft war auch okay. Ja, das ist halt eine ganz normale Gesichtscreme für morgens und abends. Hier waren 20 Milliliter drin. Also es hat jetzt nicht so lang gehalten, aber also die war jetzt okay. Mittelmäßig. Was überdurchschnittlich ist, das ist von M. Asam dieses Chai Latte Peeling. Das gefällt mir so gut. Und wer jetzt meine Videos verfolgt hat, der weiß, dass ich mich extrem, extrem gefreut habe über dieses Peeling in meiner M. Asam Wundertüte. Das riecht nämlich so richtig schön nach Chai Latte. Also ich kann es nicht beschreiben. Einfach wie so Zucker und ja Kaffee und Milch, das riecht so schön, alles so zusammen, also sehr, sehr, sehr schönes Peeling. Alle Peelings von M. Asam sind gut, aber das hier gefällt mir besonders gut. Ich habe jetzt von der lieben Katrin in einem Tauschpaket das Duschgel dazu bekommen und ich war schon am Überlegen, ob ich mir das Peeling nochmal kaufe, aber ich warte mal, bis jetzt die Asam-Tüten wiederkommen. Vielleicht habe ich ja nochmal Glück und habe so eins drin. Das ist auf jeden Fall eine Riesenempfehlung von mir. Allein vom Duft, Wahnsinn. Und wenn ihr das benutzt habt, ihr braucht euch danach nicht eincremen. Also eure Haut ist butterweich gepflegt. Ein so, so schönes Produkt, welches ich euch wirklich ans Herz legen möchte. Dann habe ich von Manhattan was leer gemacht und zwar die Insta Strobe and Highlight Cream. Die hat richtig lange bei mir gehalten. Die habe ich mir mit in die Foundation reingemixt oder habe mir die unter die Foundation gegeben, so als Glow nochmal, als Schicht unten drunter. Hat mir richtig gut gefallen. Ich hatte hier die Nummer 002 Nude Glow. Ich weiß überhaupt nicht, ob es das noch gibt. Ich hatte das so, so lang und das hat mir wirklich gut gefallen. Das hat keine Pickel verursacht und so einen schönen Schimmer hat das gegeben. Also meine Haut sah halt sehr gut aus damit. Dann auch aus dem Adventskalender von Nivea die Pflegedusche Creme Soft Mandelöl. War wie immer sehr gut. Nivea pflegt total toll und ich würde mir die auch in groß kaufen, aber ich wollte die halt jetzt mal wieder testen, weil ich hatte die im Adventskalender, wie gesagt, drin und ja, da habe ich gedacht, jetzt hast du mal Lust, auch eine Nivea-Dusche mal wieder zu nutzen. Ich mag diesen Nivea-Duft sehr gern. Ja, das riecht einfach wie typisch Nivea, riecht so richtig schön fresh und deshalb, ja, das war echt cool. Eine Foundation habe ich leer gemacht und zwar von Catrice die HD Liquid Coverage in der Farbe 030. Die habe ich jetzt über den Sommer sehr gern benutzt. Genau, die hat so ein bisschen einen matten Effekt gehabt, wenn man da unten drunter so ein bisschen so eine Glow Strobing Highlight Cream drunter gemacht hat, sah das eigentlich sehr, sehr schön aus oder wenn man ein Öl drunter benutzt hat. Ja, hat das einen sehr guten Effekt gemacht. Alleine, ohne irgendwas drunter, was so ein bisschen Schimmer oder Glow gibt, war die mir ein bisschen zu matt, muss ich ehrlich sagen. Die hat sehr, sehr gut gehalten. Allerdings ist es hier blöd. Also ich habe die jetzt komplett leer gemacht. Hier kommt auch nichts mehr raus. Wenn man hier noch Reste drin hat, bekommt man die halt sehr, sehr schlecht hier raus, weil halt diese Pinpette, die nimmt halt irgendwann nichts mehr auf und dann, ja, kriegt man halt kein Produkt mehr hier raus.
Das finde ich ein bisschen schade. Bei einer Quetschtube quetscht man sich das noch hinten raus oder schneidet die auf. An sich ist das aber sehr, sehr praktisch mit dem Glas und umweltfreundlich. Deshalb will ich nicht meckern. Dann ist ein Concealer leer geworden und zwar Superstay von Maybelline, der Full Coverage Under Eye Concealer in der Farbe 15 Light. Hat mir auch gut gefallen. Das hat ein ganz tolles Füßchen, finde ich. Der hier, also ich zeige euch den mal. Der sieht so aus. Mit diesem Füßchen hier konnte man wirklich so richtig perfekt hier unter das Auge gehen. Hat mir richtig gut gefallen. Allerdings war die Farbe, glaube ich, ein bisschen zu hell für mich. Ich würde mir den in den Ton dunkler kaufen. Ist auch nicht in die Fältchen reingekrochen bei mir. Ich konnte ihn sehr gut verblenden. Das hat mir echt gut gefallen. Dann habe ich einen Beauty Blender bzw. einen Make-up-Schwamm. Das ist der von Luvia mit Maxim. Den muss ich leider entsorgen. Der hat bei mir einen Riss bekommen bzw. viele Risse. Das war anscheinend ein Produktionsfehler, da habe ich auch Ersatz von Luvia bekommen, weil das wirklich schon nach kurzer Zeit kaputt gegangen ist, leider. Das nächste Schwämmchen, was ich jetzt habe, ist nicht kaputt gegangen. Irgendwie hatte das hier einen Produktionsfehler, also hier sind ganz, ganz, ganz viele Risse drin und hier oben ist ein großer Riss drin. Wirklich schade, aber ich habe jetzt Ersatz bekommen, von daher werde ich den jetzt entsorgen. Dann habe ich hier Produkte aufgebraucht und zwar von Tomorrow Labs. Das war aus dem Adventskalender von Douglas. Das musste ich direkt probieren, weil ja jeder gesagt hat, dass es so ein gutes Produkt ist. Also ich hatte mehrere Kommentare unter dem Video, dass es wirklich teure und gute Produkte sind. Und ich hatte dann nachgeguckt, also die hatten schon einen richtig hohen Wert, hier diese beiden Pröbchen. Eye Complex und Boosting Serum und das war sehr, sehr gut gewesen. Ich hätte mir das am liebsten auch in groß nachgekauft, aber das ist einfach viel zu teuer. Das waren je 7 Milliliter. Es ist aber wirklich sein Preis wert. Also mein Gesicht, das war am nächsten Tag wie, also ganz frisch und das hat sich so toll angefühlt. Meine Haut, die war richtig, richtig toll am nächsten Morgen. Die hat straff gewirkt, meine Haut, und also ich glaube, die war auch so ein bisschen gefestigt. Also es hat sich auf jeden Fall sehr gut angefühlt, auch um die Augen rum. Ja, deshalb war sehr gut. Dann habe ich hier von Barbour eine Creme aufgebraucht, Dr. Barbour Clean Performance Phyto CBD Creme. Kann ich nicht viel zu sagen, das war jetzt nur eine Probe gewesen. Die hat sich so jetzt erstmal sehr gut angefühlt. Meine Haut hat sie sehr gut vertragen, muss ich sagen. Und mit CBD anscheinend, die tut so ein bisschen Hautreizungen lindern und sowas. Sehr schöne Creme soweit. Dann ist hier ein Shampoo und eine Spülung leer geworden. Das war auch so eine kleine Probe, 10 Milliliter. Das hatte ich mal bei einer Bestellung dabei von Quai. Ja, das ist auch eine teure Marke und ich muss ehrlich sagen, mir hat es beides nicht gut gefallen. Das Shampoo hat strohige Haare gemacht und der Conditioner hat es dann auch nicht mehr rausgerissen. Deshalb kann ich das nicht empfehlen. So, dann habe ich hier noch so ein paar Pröbchen und zwar habe ich einmal von L'Occitane. Das, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, L'Occitane, ich glaube schon. Das war eine Mandelcreme für den Körper, die hatte ich in einem Tauschpaket drin, ein sehr tolles Produkt, würde ich mir in groß kaufen. Dann habe ich eine Maske leer gemacht von M. Asam, die Peelingmaske, Matcha und weiße Tonerde, hat mir nicht gut gefallen, hat meine Haut zu sehr ausgetrocknet und ja, war nicht gut. Dann auch von L'Occitane ein Serum für die Nacht, ein Overnight Reset Eye Serum, sehr, sehr schönes Produkt. Riecht richtig toll und würde ich mir in groß kaufen, weil meine Augen am nächsten Tag so schön waren unten drunter. Also das sah aus, als hätte ich die ganze Nacht richtig gut geschlafen und war ausgeschlafen. Das hat wirklich was getan. Dann habe ich zwei Proben von der lieben Katrin bekommen. Die musste ich natürlich sofort probieren und zwar von Dalton. Genau, sie hat mich damit angesteckt irgendwie. Auf jeden Fall hatte ich hier eine Augencreme Extreme Lift. Die war auch ganz, 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 ganz toll. Würde ich mir auch nachkaufen. Die hat einen Glättungseffekt und man sieht auch wirklich nach zwei, dreimal benutzen schon, dass man was Gutes für die Augen genommen hat. Also ja, das war auch wirklich richtig toll. Redness Control, das war jetzt nicht so für mich geeignet. Ich habe nicht so rote Haut und damit Probleme. Das ist für Cooper Rose. Deshalb, das habe ich jetzt einfach so als Pflege benutzt. Das war auch sehr schön. Ich würde mir von Dalton sogar was kaufen. Jeder schwärmt ja davon, der davon schon mal erzählt hat. Ich habe noch nichts Negatives hiervon gehört von der Marke. Ich werde da mal so einen Hauttest, glaube ich, machen.
Mal schauen, also sehr schöne Produkte. Vielen Dank nochmal, liebe Katrin, falls du zuguckst, dass du mir die Proben zur Verfügung gestellt hast. Dann was richtig Fieses, das war auch für die Haare von Chlorane und das Wort Chlo hier drin sagt schon alles. Das hat nämlich wirklich wie Chlo gerochen. Das hat mir nicht gefallen. Anti-Pollution, das sollte eigentlich mit Menthol sein. So ein Haarspray, was die Haare so ein bisschen von Gerüchen befreien soll. Wenn man zum Beispiel jetzt gekocht hat und man will nochmal rausgehen, hat man sich das in die Haare gesprüht und das hat so ein bisschen diese schlechten Gerüche weggenommen oder hat eher schlechte Gerüche verursacht. Also mir ging das gar nicht. Das war wirklich ein schreckliches Produkt und ja, das kaufe ich mir auf gar keinen Fall nach. Dann habe ich hier noch zwei Mascaren zum Schluss leer gemacht und zwar Lights Camera Lashes von Tarte. War eine sehr schöne Mascara, hat mir auch richtig gut gefallen. Meine Wimpern, die waren sehr gut aufgefächert und getrennt. Das hat so ein bisschen die Wimpern definiert. Also das hat jetzt nicht ganz so viel Volumen und Länge gemacht, aber das hat die halt sehr schön getrennt. Das war gut für den unteren Wimpernkranz. Und dann habe ich die Hello Good Stuff von Essence leer gemacht. Das ist die Volume Mascara mit Kokosnussöl. Hat mir auch gut gefallen. Allerdings hat die zum Schluss halt wirklich gebröckelt. Also da hatte ich immer hier so schwarze Punkte unterm Auge. Das hat mir nicht zugesagt. Und die ist jetzt auch total verklumpt, obwohl die noch nicht so alt ist. Ja, ich weiß nicht. Am Anfang war die richtig toll. Ob ich mir die nachkaufen würde, kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube eher nein und die von Tarte auch eher nein, weil die halt so teuer ist. Deshalb. So, dann habe ich einen Augenbrauenstift leer gemacht und zwar den benutze ich jetzt eigentlich immer die ganze Zeit. Ich habe jetzt wieder mal einen anderen, aber das hier ist eigentlich so der, wo ich jetzt halt drauf zurückgreifen werde. Das ist von Maybelline, der Proud Temptation in der Farbe, ich muss gucken, Medium, nee, Soft Brown. Ja, das ist ein richtig schöner und ich zeige euch mal die Farbe. Das passt halt richtig gut zu mir. Hiermit konnte ich halt sehr, sehr schön meine Augenbrauen nachmalen und das hat halt oben nochmal so ein kleines Bürstchen und da könnt ihr dann halt euch die Augenbrauen auch mit ausbürsten. War sehr, sehr gut. Das sieht so aus. Dann habe ich hier noch Reste gehabt von einem Augen-Make-up-Entferner von Kueshi. Double Effect, der war auch mal in der Glossybox in so einem Sale drin. Ja, der war okay gewesen. Ich habe den halt jetzt leer gemacht, weil er schon so lange im Schrank stand. Der hat halt ganz gut so wasserfestes Make-up runtergenommen, das muss man wirklich sagen. Aber der von Garnier, also der war nicht wirklich anders und der ist günstiger, von daher. So, und jetzt habe ich die letzten drei Produkte. Ich sag's euch, das war ganz schön viel. Ich habe eigentlich gedacht, das ist nicht so, so viel, aber naja, 1,5 Monate geht schon ein bisschen was drauf, ne? Ich habe hier als nächstes von Anna Jahrke was leer gemacht und zwar das Ultra Time Serum. Das ist so, so gut. Ich würde mir das auch in groß kaufen, aber es gibt so viel auszuprobieren noch an Augencreme, was ich hier zu Hause habe. Deshalb kaufe ich mir erstmal nichts nach. Aber das behalte ich mir auf jeden Fall in der engeren Auswahl, weil das auch sehr schön unter den Augen war. Das hat trockene Stellen im Gesicht wirklich gut in den Griff gekriegt. Also ja, ein sehr schönes, aber teures Serum. Ebenso aus dem Adventskalender Biotulin Supreme Skin Gel. War sehr gut. Kann ich auch. Also ich fand heute wirklich viele Sachen sehr gut, ne? Aber das ist wirklich so. Also die meisten Produkte, die hier drin waren, die ich aufgebraucht hatte, fand ich echt gut diesen Monat. Ich hatte wenige Produkte, wo ich mich irgendwie geärgert habe oder sowas. Habe ich sonst meistens mehr, aber ja, die hier war auch sehr schön. Biotulin habe ich schon öfters von gehört und die verspricht wirklich das, was sie, nee, sie hält wirklich das, was sie verspricht, so rum. Ja, die Falten waren wirklich gelindert und ich glaube, die ist aber auch richtig teuer. Schön, dass ich die mal ausprobieren konnte. Diese kleine Probe hat echt lang gehalten. Von daher, ja, habe ich es halt mal getestet. Und das nächste Produkt ist was von Glossybox Skincare. Das war die Eye Boost Cream. Und von der bin ich richtig begeistert und da war ich echt am Überlegen, ob ich mir die nachkaufe, weil mir gefallen diese Inhaltsstoffe hier bei Glossybox sehr gut. Das ist vegan, das ist tierversuchsfrei und ja, eine sehr schöne Creme. Und ich bin mal gespannt, ich habe jetzt noch ein Produkt hier auch von der Glossybox Skincare, ob das genauso gut ist. Wenn das genauso gut sein wird, überlege ich, ob ich meine Pflege so ein bisschen umstelle auf Glossybox Skincare. Ich habe zwar noch andere Produkte, die ich regelmäßig benutze, aber ich wechsle das eh immer so ein bisschen ab. Deshalb, ja, fände ich das ganz schön so als Hauptpflegeserie.
Mal gucken, überlege ich mir noch. So ihr Lieben, das war's mit dem Aufgebraucht-Video von Oktober, September, Oktober. Also es ist eine Menge leer gegangen, ihr habt es gesehen. Ihr habt meine Meinung dazu gehört. Es waren viele Kleinigkeiten dabei aus den Adventskalendern schon und so. Ich werde euch natürlich immer meine ehrliche Meinung sagen. Das habe ich diesmal auch gemacht. Es waren wirklich gute Produkte dabei. Es waren wenige schlechte diesen Monat. Was natürlich gut ist, meckern möchte man ja auch nicht immer. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, welches von diesen Produkten ihr auch schon ausprobiert habt. Und ja, allgemein freue ich mich über einen Kommentar von euch. Lasst mir sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal, das ist komplett kostenfrei und es kommen jede Woche neue Videos für euch. Ich hoffe, das Video war nicht allzu lange. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!